Es gibt wirklich nur gute und schlechte Musik. Das ist für mich das Kriterium. Wenn mir Musik zusagt und wenn mir Musik etwas zu sagen hat, dann möchte ich das einfach auch tun. Es geht auch gar nicht immer nur um den Transport von wertvollen Texten. Die sind im Soul. Es geht um Liebe, Drama, Wahnsinn, wie in der klassischen Musik auch. When the road gets dark and you can no longer see, just let my love through the spark and have a little faith in me. Ich denke, dass wir in jeglicher Form, ob das klassische Musik ist oder auch Jazz oder Pop, was immer Sie nehmen wollen, wir machen das auch, um Spaß zu haben und um Publikum zu erfreuen und zu unterhalten im besten und anspruchsvollsten Sinne. When your back's against the wall, just turn around and you will see. Ich glaube auch, dass wir sehr schöne Arrangements haben und wirklich miteinander Freude haben. Jeder hat wirklich die Absicht, auch das Beste zu geben. Und ehrlich gesagt, bin ich ja auch sehr vorsichtig gewesen, mir Musiker auch mit auf die Bühne zu holen, die alleine schon für Qualität stehen. Und wenn ich da dann mal ein paar Töne versaue, dann wird das von den tollen Musikern wieder aufgefangen. Insofern ist mir da wirklich nicht so bange. Your blind busy bees, your doom is in the greer, so let the dirty dollars flow. Thomas rief eines Tages an und sagte, wir machen diese Platte und machen die Tournee dazu, und ich wusste, dass es gut wird. Also mit Thomas könnte man wahrscheinlich auch in einer Hardrock-Formation spielen, glaube ich einfach. Weil der Typ ist Rock'n'Roll, der Typ ist Musik, das pure Leben. Also das ist einfach alles. Ja, Thomas hat eine emotionale Bindung zu dieser Musik, die ich bei vielen klassischen Sängern nicht so stark entdecke. It's your last chance to repent. Better confess. Ich glaube, es funktioniert einfach, weil es Seele hat, was der Name Soul-Musik ja sagt. Die Seele für diese Art von Musik hat der Thomas auf jeden Fall. Ich freue mich einfach nur riesig. Also erstmal ist es eine unglaubliche Freude, mit Thomas zu arbeiten, weil das ist so ein herzensguter Mensch, ein unfassbarer Musiker. Mit ihm auf der Bühne zu stehen, ist große Freude. Darum geht's, dass wir eigentlich wirklich alle zusammen Spaß haben auf der Bühne und Menschen 2 Stunden lang Spaß bereiten wollen. Die Leute werden ausflippen. Das ist meine Vermutung.